Blaue Flecken, Platzwunden oder im schlimmsten Fall sogar ein Bruch. Die Folgen eines Sturzes sind schmerzhaft. Besonders gefährdet sind ältere Menschen. Die Koordination wird schlechter, einerseits durch neurologische Erkrankungen, andererseits die Sehfähigkeit wird schlechter und die Reaktionsfähigkeit geht zurück. Und es wird durch die reduzierte Knochenstruktur, ist das Risiko bei einem Sturz dann deutlich erhöht. Die Muskulatur baut im Alter ab. Zwischen 25 und 70 verliert der Mensch bis zu 40% seiner Muskelmasse. Nimmt aber gleichzeitig an Gewicht zu. Also man muss mehr Gewicht mit weniger Muskelkraft antreiben, was natürlich dann koordinativ schwierig ist. Wer Medikamente nimmt, gilt ebenfalls als sturzgefährdet. Denn die Nebenwirkungen werden oft unterschätzt. Vor allem, wenn der Patient Schlafmittel einnimmt und er in der Nacht dann durch Handrang auf die Toilette muss, ist dieser Toilettengang klassischerweise 3 Uhr nachts dann sehr häufig zu einem Sturz führend, der dann durchaus auch Operationen notwendig macht. Die Folge sind oft Knochenbrüche. Die verheilen bei Senioren deutlich langsamer. Ein Teufelskreis, denn wer im Bett liegt, baut Muskeln ab. Jeder zweite 80-Jährige stürzt einmal pro Jahr. Und davon ist 70% ein relativ harmloser Sturz, 30% sind nur nicht zu verharmlosen und zum Beispiel 1% aller Stürze endet in einer Oberschenkelhalsfraktur. Mit einigen Sicherheitsvorkehrungen lassen sich Stürze vor allem in den eigenen vier Wänden aber verhindern. Indem man quasi einfach Höhe meidet, das heißt alle wichtigen Sachen herunterräumt. Sturzrisiken sind genauso Teppiche, fehlende Handläufe auf Stiegen, schlechtes Schuhwerk, Haustiere oder generell die Kreislaufsituation beim schnellen Aufstehen, dass dann der Kreislauf zurückgeht und der Patient schwindelig wird und deswegen stürzt. Wer fit ist, stürzt seltener. Kraft, Koordination und Ausdauer müssen deshalb auch im hohen Alter noch trainiert werden. Wer eine gestürzte Person findet, sollte übrigens sofort handeln. Fragen, was passiert ist. Wichtig wäre auch, ob er auf den Kopf gestürzt ist, ob er noch benommen ist, ob er bei Bewusstsein ist, ob er Bewusstlosigkeit vorliegend war und ob er wo Beschwerden hat. Und dann muss entsprechender Transport mit der Rettung ins Krankenhaus organisiert werden. Mehr Infos zur Sturzprophylaxe gibt es am 13. Februar ab 18 Uhr im Festsaal Klinikum Wels-Kreiskirchen.